Heute geht es bei Berge im Porträt nicht um einen Berg, es geht gleich um drei. Oder eigentlich um fünf. Naja, zumindest der Name verrät schon, eigentlich sollten es nur drei sein. Warum das aber nicht stimmt und was man noch Spannendes wissen muss, das erfahrt ihr jetzt bei Berge im Porträt, drei Zinnen. Die drei Zinnen. Wir besprechen sie heute in ihrer Gesamtheit. Zum einen, weil die meisten von euch sie unter genau diesem Begriff kennen und zum anderen, weil sie geschichtlich doch sehr nah zueinander gehören. Trotzdem ist das letztlich nicht ein Berg, sondern mehrere. Und genau damit sollten wir uns vielleicht gleich zu Beginn beschäftigen. Im Prinzip bestehen die drei Zinnen aus fünf wichtigen Gipfelpunkten. Die drei berühmten Zinnen sind die westliche Zinne, die große Zinne und die kleine Zinne. Dazu kommen noch der Preußturm und die Punta di Frida. Damit bilden diese fünf Gipfel einen vollkommen eigenständigen und alleinstehenden Stock, Gebirgsstock, was nicht zuletzt dafür verantwortlich ist, dass die Zinnen so mächtig aussehen und zum Fotomotiv schlechthin wurden. Doch für die wenigen, die vielleicht nicht ganz einordnen können, wo die Zinnen sind, die drei Zinnen liegen in Italien in den Sechstner Dolomiten. Diese ziehen sich von der Cristallo-Gruppe mit dem Monte Cristallo bis in das Sechstnertal an der Grenze zu Österreich. Hier stehen die drei Zinnen keineswegs allein. Mit dem Zwölferkogel, dem Paternkofel und vielen mehr stehen sie in bester Gesellschaft. Sie bestehen aus sogenanntem Hauptdolomit. Dieses hat im Gegensatz zu Granit oder gewissen Kalkarten die Eigenschaft, extrem griffig und auch brüchig zu sein. Der große Vorteil besteht darin, dass sich unendlich viele Griffe und Möglichkeiten für Kletterer bieten. Er gilt als der beste Fels, um das Klettern im steilen Gelände zu lernen und zu üben. Und gleichzeitig hat er den Vorteil, dass er viele Risse, Löcher und Spalten bietet, um viele Sicherungsmittel einsetzen zu können. Das alles hat aber natürlich auch seinen Preis. Wie in den Dolomiten überall. Die Dolomiten zerfallen langsam aber sicher, was sowohl an der Gesteinsart als auch am schwindenden Permafrost liegt. So erhöht sich stetig die Steinschlaggefahr und das Abbrechen von Griffen und Tritten im einfacheren, loseren Gelände. Die drei Zinnen zeichnen sich ganz selbsterklärend durch ihre Form aus. Sie sind West-Ost ausgerichtet und haben daher ihre steilen Flanken zum einen auf der Nordseite, zum anderen auf der Südseite. Die Nordseite ist im Prinzip dieses berühmte, eindrückliche Motiv, das man kennt. Die steilen Wände der zwei größeren Zinnen, der westlichen und der großen Zinne, sind teilweise überhängend, teilweise mit Dächern versehen, aber eines sind sie immer: richtig steil. Nicht verwunderlich, dass hier viele der schwersten Kletterrouten der Ostalpen zu Hause sind. Auf der Südseite hingegen zeigen sich die Zinnen deutlich freundlicher. Steile Felsflanken, die nicht unbezwingbar aussehen und zugleich schlängelt sich auf jeder dieser einzelnen Gipfelpunkte ein mehr oder weniger leichter und jedenfalls eleganter Normalweg hoch. Deshalb sollten wir uns nun mit der Geschichte der Normalwege beschäftigen. Oder einfacher, mit der Geschichte der drei Zinnen. Denn eines waren sie lange nicht: berühmt. Was man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen kann. Mitte des 19. Jahrhunderts mangelte es in Südtirol an einer Sache: Infrastruktur. Die führte dazu, dass man beim Auswählen der Besteigungsziele vor allem realistische und mögliche Ziele ins Auge fasste. Die Zinnen galten aufgrund der Kletterproblematik als uninteressant. Schließlich gab es viele 3000er und 4000er in den Westalpen, die deutlich einfacher schienen. Klettern war Mitte des 19. Jahrhunderts kein Sport und auch keine Leidenschaft. Es war in erster Linie gefährlich. Die Absicherungen waren keine solchen, denn Hanfseile hätten keine Belastungen standgehalten und Absicherungen waren meist nicht leistbar oder unsicher. 1869 wurde der Wiener Paul Grohmann auf die Zinnen aufmerksam. Er war bereits ein Kletterer, zumindest im Kontext des 19. Jahrhunderts, und kannte schon diverse Dolomitenberge. Der höchste und mächtigste der Gipfel, die heutige große Zinne, war aber sein allereinziges Interesse. So engagierte er die beiden Locals, Franz Innerkofler und Peter Salcher, als seine Begleiter bei seinem Projekt. Tatsächlich schafften sie es über die Südseite der großen Zinne in etwa 3 Stunden auf den Gipfel. Und das beim ersten Versuch. Der schwere Kletterberg war also eine einfache Angelegenheit. Doch eigentlich bewiesen die drei Bergsteiger auch großes Geschick bei der Routenwahl. So großes Geschick, dass ihre Spuren bis heute als der ideale Normalweg gelten. Und das trotz aller Veränderungen, die die Zinne in den letzten 170 Jahren erlebt hat. Eine Leistung, die in allen Ehren gehalten werden muss, vor allem, weil sie nicht wussten, worauf sie sich einließen und weil ihre Ausrüstung quasi nicht vorhanden und Alltagsbekleidung war. Da die westliche Zinne ein Stück kleiner ist,
war das Interesse nicht recht groß, diese zu besteigen. Die Männer und Frauen vor Ort waren keine Gipfelsammler. Die größte der Zinne war bestiegen, die Sache damit erledigt. Erst 10 Jahre später hat sich der Vetter von Franz Innerkofler, nämlich Michel Innerkofler, dafür interessiert und auch die westliche Zinne mit 3+ bewertet, bestiegen. Die kleine Zinne galt lange Zeit als unmöglich. Zu steil schienen die Wände der kleinen Zinne, zu undurchsichtig der Weg. Hans und Michel Innerkofler haben sie deshalb erst am 25. Juli 1881 erstmals bestiegen. Es ist der schwerste Normalweg bis dato gewesen. Damit war das Klettern auch erstmals Thema im Alpinismus der Ostalpen geworden. Denn bis dahin war das Klettern im 2. Grad waghalsig, im 3. Grad fast schon außergewöhnlich, aber der 4. Grad völlig illusorisch. Doch damit war ein Meilenstein erschaffen, der viel verändern sollte. Bleiben noch die 2 kleinen Gipfel, die kaum jemand kennt. Die sogenannte kleinste Zinne, später Preußturm genannt, und der Punta di Frida. Beide sind Nebengipfel der kleinen Zinne, galten aber ebenfalls lange als nicht zu besteigen. Erst 1928 gelang erstmals die Besteigung der kleinsten Zinne. Paul Preuß schaffte es im 5. Schwierigkeitsgrad, damit Unglaubliches und Unvorstellbares zu leisten, sodass später die kleinste Zinne auch umbenannt wurde in den Preußturm. So waren die 5 wichtigsten Gipfel der Region komplett und die Geschichte abgeschlossen. Oder? Nicht ganz, denn das waren alles nur die Aufstiege über die Südseite und nur die einfachsten und normalen Wege, die Erstbesteigungen. Über die Jahrzehnte aber hat sich das Gebiet um die 3 Zinnen zu einem Eldorado für neue Projekte, neue Wege und verrückte Abenteuer entwickelt. Die berühmtesten Kletterer Europas hatten es sich zum Ziel gemacht und zum Markenzeichen, auf den 3 Zinnen unterwegs zu sein und eigene Projekte durchstiegen zu haben. So entstanden Routen, die das Klettern ein für alle Mal revolutionieren sollten und die Geschichtsbücher der Zukunft festlegten. Routen wie Perlen vor die Säue im 9. Grad an der kleinen Zinne, die Hasse-Brandler in der großen Zinne Nordwand im 8. Grad oder die Bella Vista im 11. Grad an der westlichen Zinne. Es gibt heute nur an den Zinnen über 100 Routen und Projekte. Und das alles in einem Gebiet, das flächenmäßig deutlich kleiner ist als so manche einzelne Berge in den Dolomiten. Natürlich musste ich an dieser Stelle einige spannende Dinge ausklammern. Die historische Bedeutung der Zinnen im Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Bedeutung für den Tourismus und auch viele spannende Infos zum Thema Klettern an den Nordwänden der einzelnen Zinnen, aber auch die spannenden Möglichkeiten, die die Region drumherum bietet. Wenn euch ein zweiter Teil zu den 3 Zinnen interessieren sollte, dann schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare, damit ich auch weiß, dass euch das wirklich interessiert und dass dieser Gebirgsstock interessant ist. Und gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Letztlich sollte man nicht vergessen, dass auch die Zinnen ihre zahlreichen Geschichten und ihre großartigen Erfolge innehaben. Die Zinnen sind natürlich ein Touri-Hotspot, über den man viel streiten und reden kann. Aber die historische Bedeutung, auch für das Klettern, erklärt und entschädigt für vieles. Wenn euch die Serie Berge im Porträt gefällt, bin ich natürlich sehr dankbar dafür, wenn ihr das Projekt über einen kleinen freiwilligen Beitrag unterstützt. Danke an dieser Stelle an alle Personen, die das bereits getan haben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!